looks like we are crossing rivers, and there is very muddy. So my strategy was to be one of the first going over the river, because it will be more muddy for the people who is coming behind, and it going slower and slower for the people behind. So I was second over it, and it was something that helped me a lot. You will become a TV star in Germany. The best in the world. No, no. Your very best friends. Okay. Oh. Shit. Oh. Das passiert, das it happens. We lost the way. Ah, it's not that much. Okay, this way. Yeah. CP3. Oh no! Yes. CP2! CP2! Oh yeah! Wir machen das klar. Ja, so sind wir da. Wir machen das klar. Wir machen das klar. Wir machen das klar. Do you want to wash your head or not? No. No? Der heutige Tag war brutal heiß. Man spricht ja von 50 Grad, die man gemessen hat. An sich klar die heißeste Wüste der Welt. Ich war in anderen Wüsten schon zuvor, aber so eine Hitze habe ich überhaupt noch nie erlebt. Es ist echt einfach eine beeindruckende Hitze und eine beeindruckende Landschaft. We knew we were coming to the hottest place on earth, but this is something else. I've run in deserts before, but this is wow. This is crazy. Zwischendurch sind wir über eine Vulkanplatte gelaufen. Da kommt die Hitze auch noch von unten raus. Hier hat es keine richtigen Vulkane, aber es gibt diese Vulkanhochebene. Das heißt, wir sind jetzt bei über 50 Grad und wir haben keinen Wind mehr. Wir haben keinen Wind mehr. Und das ist jetzt echt anstrengend. Die ersten Crewmitglieder fallen aus. Das sind Jungs hier aus der Gegend, die mit Hitze vielleicht noch besser umgehen können als wir Mitteleuropäer. Die haben auch eine anstrengende Arbeit, das ist klar. Wir Läufer haben aber auch eine anstrengende Arbeit. Das zeigt halt einfach, das zerrt an allen und diese große Hitze ist wirklich mörderisch. Das ist so heiß, dass sogar unsere Kamera hier blinkt und sagt, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, weil die Temperatur von 50 Grad überschritten ist, unter der ich normalerweise arbeite. Aber so ist es halt. Thank you.
chose her as her free to run ambassador, it was because of something that she had inside. We don't pick people necessarily who are the best sportswomen or the best sportsmen. We pick people who really have a passion and a drive, and really just believe in inequality between men and women and want to show that through sport. I think this is my 10th multi-stage race, and the temperatures that we experienced were more extreme than any other race I've done in any part of the world. And seeing Masa rebound day after day is something I've never seen in anyone else, including myself. So I think I learned a lot from her. Was so much more than a race, and I saw that in Masa every day. She struggled and overcame things that no one else would have overcome. When Masa, the Iranian lady, met the Iranian authorities after the stage three, because that moment was the moment that no one now in Iran can tell. We didn't know that men and women were doing something together, you know? That is something official, is this. Ich denke schon, das ist ein historischer Ultramarathon in Iran. Sie wollen weitermachen, das ist schon ein Vorteil. Ich denke, das geht weiter gut. Women had the same power like men. No difference between men and women. Equality between men and women. Of course, all of the time, the women and men can help to each other for reaching a aim. Great champion from Germany. He's the leader from the line in the short version of the race. Thank you very much for the invitation to your country. We visited Kermat, the historic bazaar and the historic park. Contact with the people in Kerman, they helped me. They realized that we are tourists and they came to us. ما توریست هستیم اومدن helped us and showed us special places مکانهای خاص رو خود مردم نشون میدادن they were very friendly to us and happy خیلی مهمان نواز بودن و از اینجا خیلی خوشحال wir haben überraschend Besuch gekriegt vom Kultusminister, vom Gouverneur dieser Region, noch ein Deputy, der wahrscheinlich hier der oberste
Chef für die Sicherheit ist, eine Dame, die für die Gesundheit in der Region zuständig ist. Also es war jetzt quasi die halbe Regierung hier zu Besuch, um zu sehen, was hier passiert und uns vor allem zu fragen, ob wir zufrieden sind, wie wir hier laufen können und die Gastfreundschaft und ob die Organisation perfekt ist. Und das haben wir wahrheitsgemäß beantwortet, weil wir uns alle sehr wohl fühlen und freuen uns natürlich auch, dass wir hier die kleinen Läuferlein aus der ganzen Welt dann auch so eine Wertschätzung durch die Offiziellen der Region haben. Das hat man nämlich immer in der Welt. Das ist ja schön, wenn wir kooperieren. Wir haben was davon, weil sich in kleinen Stücken neue Länder für uns auftun oder neue Wüsten, wie das jetzt hier gerade passiert. Und vielleicht hat der Iran auch was davon, dass mehr Gäste ins Land kommen und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern noch intensiver wird, als sie in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht war. Das wäre ja schön. Morgen haben wir das Vergnügen der ganz langen Etappe. Wir gehen eine Stunde früher raus, weil es sehr, sehr lang werden wird. Und ich freue mich schon wie ein kleines Kind drauf, weil das ist immer der spannendste Teil des Rennens, wenn es so richtig lange wird. Wenn man da vielleicht 15 Stunden, 12 Stunden unterwegs ist in so einer Region, ich habe eigentlich ehrlich gesagt keinen Plan. Ich werde an sich losgehen, wie immer, in der Früh ist es besser zu laufen, weil es noch kühler ist. Wir starten um 5 in der Früh, was ja zeitig ist. Wahrscheinlich kann man 3-4 Stunden gut laufen. Und dann werde ich versuchen, durch den Tag zu kommen, durch die Hitze zu kommen. Und ab 4-5 am Nachmittag wird es dann wahrscheinlich wieder besser gehen. Ich werde es einfach ausprobieren, wie ich mich fühle, wie es mir geht und dann schauen. So, ich gehe jetzt was essen, dann geht es ins Bett und dann geht es um 5.30 Uhr raus.